Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, wir sind am Start in der JTC Gruppe B. Ich freue mich erst einmal noch auf den letzten Teilnehmer, ja. Aber jetzt haben wir erst einmal Kaichi, ich weiß nicht genau, wie ich ihn aussprechen soll, mit Hass-Tirade. Und der hat in seiner Qualifikation weggeflext wie sonst was mit dem Flow. Und hat eine sehr angenehme, sehr, sehr cleane, interessante Stimme gehabt, ja. Deswegen freue ich mich jetzt hier auf diesen Track. Ich hoffe, dass es ähnlich gut wird wie die Qualifikation. Quali war ja sehr kurz, das haben wir ein bisschen was Längeres. Das höre ich oft. Wir schauen rein, Freunde. Let's go. Hab ich eingesungen tatsächlich. Hat er mich vor einer Woche kurz angeschrieben wegen Mäusfällen. Habe ich rübergeschickt. Habe ich eingesungen. Meine Engelsstimme. Versorgt meine Zeit, ja, das Opfer verformt wie ein Gott an dem Mic. Aber Songs, die ich droppe, sind noch für mich scheiße. Und hier meine Quali Hardcore veraltet. Keine Ahnung, ob es darunter paar fundamentale Stellen gab, die ihr dope findet. Danke für den Support in den Kommentaren, aber ich benötige mental ja dann doch Hilfe. Bitte komm. Oha, oha, ey, nice. Ich find's nice, wie er auf so auf die, keine Ahnung, wie soll man sagen? Wie er jetzt so gesehen die vierte Wand bricht aus diesem Turnier, könnte man schon fast sagen, und über die Qualifikation redet, wie sie angekommen ist, und meinte, dass die Quali hart alt war, aber trotzdem so sich für den Support bedankt und sagt, ey, nice, dass ihr da irgendwas dran nice fandet noch. Und man merkt auch, dass das eine krasse Steigerung ist gerade bei ihm, dass es einfach ein anderes Level ist, auf dem man sich befindet, auch stimmtechnisch und musikalisch gesehen einfach. Damn! Die ihr dope findet. Danke für den Support in den Kommentaren, aber ich benötige mental ja dann doch Hilfe. Du kommst shit, ich bin gefangen in meiner Welt an sich. Schnell, Mann, ich besser mich nicht ohne soziale Hilfe Spaß. Ich bin total gefickt, das war's, Digga, aber allein kickt wieder ein, bin ich vorbereitet, ey. Wobei so eine kleine Zeit ist, die passt denn. Traurigkeit gehört zum Leben dazu. Außer bei mir, sie bleibt einfach da. Das lässt mich in Scherben. Boah, ey, stark, Mann, wow. Deeper Song und auch im Hintergrund einfach immer noch dieser leichte Chor von nur einer Person so. Geil, Alter. Ey, der Beat, ist das sogar selbstgemachter Beat? Das hört sich fast so an. Tundra, nee. Okay. Sie passt denn, Traurigkeit gehört zum Leben dazu. Außer bei mir, sie bleibt einfach da. Das lässt mich in Scherben, ist schade, denn wegen den Emotionen verkacke ich es eben. Ich möchte sterben und deswegen ist ein Kompliment, wenn man sagt, ich habe kein Leben, lass die Erde beben. Oh, Bruder. Holy shit, harte Zeile. Du aus Hass zu dieser Welt, ey, du hast mich oder lieb mich, es bleibt das, was mir gefällt. Der Beat ist sick, der Beat ist so nice. Wow. Das ist das Ende dieser Welt. Keine Wende, die beeindruckt, jener Schritt nur ein Beinbruch. Die Blindheit ist die Monotonie im Auge des Betrachters. Du siehst nichts Brauchbares, schau, weil du es tausendmal gemacht hast. Auch genannt Macht der Gewohnheit, unbedachte Schleife. Hundertmal das Gleiche, jeder Tag wird so zu wunderbarer Scheiße. Ich will nicht undankbar sein, nein. Meine Güte, meine Lebensweise ist so benebelt, geil, aber nur benebelt. Weiße, komm mir nur mit Rappen, klar auf meine Lebensart wegen Pop. Ey, deine Flowwechsel fühle ich gerade so sehr. Meine Güte, meine Lebensweise ist so benebelt, geil, aber nur benebelt, weißt du, komm mir nur mit Rappen, klar auf meine Lebensart wegen Papas, also Flows auf Beats, bin ich grad nicht tot, er schießt mich los, ich will's nicht so sehr, doch bitte kill mich noch nicht, wer will schon entscheiden, ich habe keine Ahnung, es ist 3 Uhr morgens, ich mache mir keine Sorgen, leichte vielleicht, aber meine Worte verleiten zu keinem Morde. Wow. Strong, Alter, was eine Steigerung. Und was ein Beat. Noch die schöne Album-Promo reingehauen, Freunde. Muss man mitnehmen. Komm, pack ein. Boah, ey. Actually not bad. Nice. For real. Ich finde eine klare Steigerung. Eine klare Steigerung zur Qualifikation. Wow. Da merkt man auf jeden Fall den Unterschied, dass die Quali ein bisschen älter war. So. Er hat eine sehr angenehme Stimme. Schöne Flowwechsel, Alter. Deepes Thema teilweise. Real Talk. Video war auch noch gar nicht bad. So für die Umstände so. Entsprechend. Actually gut eigentlich. Damn, er kam so, so nice mit der Atmosphäre irgendwie gerade auf mich. Gerade durch den Beat und dann durch diesen tatsächlich irgendwie deeperen Text als erwartet. Ey, not bad. Was soll ich sagen, Jungs? Ey, oha, kommt auch echt gut an. Nice. Hass-Tirade, Mann. Boah, ich finde ihn sehr sympathisch irgendwie, dass er so über die Qualifikation geredet hat und meinte, yo, der Stuff war echt alt so, aber freut mich, dass es euch gefallen hat. Danke für den Support.
Und ey, wie er gesagt hat, ich möchte sterben, deswegen ist es für mich ein Kompliment, wenn Leute sagen, du hast kein Leben. Das war eine krasse Zeit irgendwie. Ey, aber nice, was soll ich sagen? Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich denke, es sieht auch gar nicht schlecht aus für ihn, weil Doni war jetzt nicht so der, wie soll ich sagen, Jungs, war jetzt nicht so der Überhit. Und ich denke, Gabe Butters wird Favorit sein, aber dann würde er mit Gabe Butters wahrscheinlich oder vielleicht das hier reißen, weil ich glaube, Anti hat nicht so ein krasses User-Voting gehabt. Ich bin mir nicht mehr sicher gerade. Wir werden sehen, Freunde, lasst mal eure Meinung gerne dazu da, aber ich fand die echt strong, ja. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderbaren Tag, bleibt fresh, so wie immer, und ciao.